Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video zu Super Mario Maker 2. Es ist wieder Sonntag, das heißt, wir schauen uns weitere Level in der Endlos-Herausforderung an und dabei wünsche ich viel Spaß. Bevor wir das erste Level uns gleich gemeinsam anschauen, natürlich erstmal noch ein kleiner Blick. Wir haben jetzt 927 Level abschließen können, 99 Leben stehen zur Verfügung, alles recht entspannt, was das Thema angeht. Ja, gehen wir jetzt zusammen ins erste Level rein, schauen uns das mal genauer an. So, das erste Level heißt Jump. Ja. Also springen, ja, ist klar. Was man hier in dem Spiel ja eigentlich doch recht selten prinzipiell macht. Ne? Also springen ist eigentlich, also manchmal muss ich teilweise sogar die Sprungtaste suchen, weil ich echt nicht weiß, ja, wie ich überhaupt springe. Ja, und ja, das Level hat auf jeden Fall seinen Namen dann auch verdient, würde ich mal sagen. Ja. Also, an dem Namen war auf jeden Fall nichts Falsches dran. Das kann man sagen. Denn wenn man etwas machen musste, dann war es auf jeden Fall springen. Ja, wie gesagt, macht man im Spiel eigentlich recht selten. Ich weiß. Aber in dem Fall machen wir eine Ausnahme und springen dann einfach mal. Ne? Ja, das war jetzt leider nichts, oder? Also, das war ganz weit entfernt sogar noch von nichts. Das war noch ein bisschen tiefer drunter, würde ich mal sagen. Naja, was soll's. Können ja vielleicht eben nochmal einen Blick drauf werfen. Wir stehen jetzt in der Weltrangliste bei Platz 6686. Mal schauen, wie weit es heute noch geht. Denn eigentlich, wir haben es ja schon in den letzten beiden Videos, bekommen wir doch recht früh eine ordentliche Anzahl an schönen Leveln hier zugespielt. Daher schauen wir mal, wie weit es heute geht, wie viele Level wir spielen müssen, um da was Brauchbares bei rumzubekommen. Naja, schauen wir mal. Parabeetle Sky. Das wird wahrscheinlich vorher nochmal auf Japanisch da genauso stehen. Alles andere würde mich jetzt irritieren. So. Also. Ja. Mit Parabeetle sind dann auch jetzt hier die Kollegen da gemeint. Komm, die Zehnermünze packen wir noch ein. Für Spaß. Ach, Brian. Ist doch einfach immer dasselbe, ne? Ist doch einfach immer dasselbe mit mir hier. So, wollen wir jetzt da rein? Müssten wir da rein? Wir müssen wohl da rein. Also machen wir das mal. So, ersten Checkpoint. Genau, ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass die jetzt da rauskommen. So, mit dem fliegen wir erstmal hoch und... Oh. Genau, das hat ganz gut funktioniert, wie ihr seht. So. Wir wechseln mal hier runter. Muss natürlich aufpassen. Oh, jetzt kommt da noch Trampolin oder was? Oh. Ah. Nein, nein. Ach Leute, es geht wieder los. Es geht wieder los. Aber das ist... Es hat was. Ich sag das bei vielen Leveln, dass die was haben, aber das hat auf jeden Fall etwas. Vielleicht hier auch noch einen versteckten Block. Jetzt sollte ich vielleicht ganz schnell da rein, weil sonst bekomme ich Probleme. Apropos Probleme bekommen. Warum sage ich das? Kommt da oben Lucky to. Und vielleicht hat er auch mit Münzen runtergeschmissen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich wollte es auch jetzt nicht herausfinden. Daher werden wir das Level mal umgehen. Aber auch hier wieder. Eigentlich ein ganz solides Level, wie ich finde. Also, ich weiß nicht, was los ist, Leute, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, also die Anzahl der guten Level, die nehmen hier teilweise nehmen die Überhand. Also, unfassbar. Also, ich bin froh drum. Also, das ist gut. Ist echt gut. Kommen halt nicht voran, was unsere Level angeht und der Weltrangliste, aber wenn wir halt was Schönes dafür zu sehen bekommen, ist mir das recht. Ne? Lava von Leon Harker. Jetzt gerade gegeneinander gelesen. Okay. Boah, da unten die 50er Münze. Die lacht mich ja schon wieder so ein bisschen an, ne? Ja, aber wir lassen das mal. Vielleicht sollten wir schnell hier hoch. Ja.
Da sind wir auch hoffentlich sicher, oder? Ja, das ist so. Bin mal gespannt. Also ich hab... Ah, nein! Ach Gott. Ah. Nein! Oh, diese Laufbänder, ne? Die machen mich fertig, ey. Die machen mich fertig. Vielleicht einfach mal gegenchecken, in welche Richtung die Laufbänder dann teilweise auch, ja, laufen, ne? Schaden? Schaden würde das nicht. Ja, da sind wir noch sicher. Sehr gut. Bowser ist da oben so ein klein wenig gefangen. Also auch schon das Ziel. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier... Ja, damit haben wir auch Bowser besiegt. Was ist da unten mit den Türen, Leute? Gibt's hier noch irgendwo einen Schlüssel? Ah. Ah. Das wäre natürlich jetzt mal interessant herauszufinden, ne? Was sich genau da versteckt, aber... So. Okay. Also, ich habe jetzt die letzten 5 Male habe ich Wert drauf gelegt, den Rekord zu schnappen. Das hat jetzt halt 5 Mal nicht funktioniert. Jetzt habe ich es auf jeden Fall beenden können. Jetzt ist die Frage, ob ich einen Rekord habe. Wenn ja, war gut. Wenn nicht, habe ich mich extrem blöd angestellt. Ja gut, fehlen halt noch 2 Sekunden. Ja gut, dann habe ich jetzt einfach mal, weiß nicht, 10 Leben gefühlt, habe ich einfach mal so für nichts weggeschmissen. Aber wir haben ja genug Leben zur Verfügung, daher. Aber mich würde immer noch interessieren, was in den roten Türen, also hätte man prinzipiell Zugang dazu, das wäre eigentlich mal interessant herauszufinden. Habe ich jetzt nicht rausgefunden. Naja, was soll's. War ganz okay, das Level. Wir gehen mal weiter. Mario buys a new game. Also, Mario kauft sich ein neues Spiel. Könnte auch eine coole Idee sein. Ist das hier dann quasi das Geschäft? Was das hier darstellen soll, ich weiß es auch wieder nicht. Könnte ein Auto sein. Es wird wahrscheinlich ein Auto sein, oder? Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal ins Geschäft. So. Und dann holen wir uns da jetzt erstmal ein neues Spiel. Wir sind von der linken Tür gekommen. Das sind ja 2 Türen. Habe ich denn jetzt hier das Spiel hier mit der Münze genommen, oder was? So, keine Ahnung, wir sagen einfach mal, wir haben jetzt die Münze genommen. Oder wir sind zu Hause, haben die Münze genommen, das ist quasi das Geld, also. Und fahren jetzt mit dem Auto ins Geschäft. Ah, seht ihr? Da ist nämlich das Laufband. Also fahren wir jetzt quasi so ein bisschen hier. Das ist der Verkehr. Wir stehen im Stau. Also nicht ganz. Da ist noch ein Bus. Also von Storytelling her ist das 10 von 10, Leute. Das kann ich schon mal sagen. Locker 10 von 10 Storytelling. So, hier sind noch weitere Autos. Da ist jetzt irgendwie so ein Angry Autodriver, der mit Kugeln lustig um sich schmeißt. Den umfahren wir jetzt erstmal. So, und jetzt kommen wir doch hoffentlich ins Geschäft. Da. Der Elektrohändler unseres Vertrauens. Er hat im Angebot Zelda, Angriff der Feuerblumen und Sie kennen mich aus Filmen, wie kann man diesen Pilz noch essen? Muss ich mir das vielleicht jetzt in irgendeiner Form merken oder was? Was steht da? Play. Okay. Play. Das machen wir jetzt mal. Nee, eigentlich wollte ich den hier gemacht haben. Ja. Okay. Achso, ich mache hier den hier. Und hier kann ich den machen, ne? Alles klar. Sehr gut.
Okay, soweit erstmal ganz okay. Ja. Vorsicht. Bin ich wieder jetzt wieder richtig weird, weil keine Melodie läuft. Seid ihr denn bescheuert? Da müssen wir hoch. Lass mich raten. Das ist echt sehr ungewohnt, ne? Keine Melodie, das ist immer so. Immer das Gefühl, irgendwas läuft hier gerade falsch. So, jetzt müssen wir noch kämpfen hier. Aber ich frage mich jetzt, sind wir denn jetzt schon mitten im Spiel oder was? Also, habe ich gerade davon gesprochen, dass Storytelling ziemlich geil ist. Bin ich jetzt ein bisschen lost gerade. Aber immer noch eigentlich ziemlich lustig, die Idee. Also wir werden jetzt wohl mitten im Spiel schon sein, oder was? Oder keine Ahnung. So, nächster. Das ist das Ziel. Oh, okay. Oh. Ja, auch ganz nett eigentlich gemacht, ne? Wie gesagt, wie man auch hier schon wieder in 43 Sekunden auf die Kette bekommen soll, ich habe keine Ahnung. Also, da muss es ja wirklich einen Weg geben, der abkürzt entsprechend. Egal. Mario Buys a New Game. Wie gesagt, von der Idee ganz nett gemacht. Wo wir jetzt waren, ob wir anfangs zu Hause waren, haben das Geld genommen, sind dann ins Auto und dann in den Laden, haben dann das Spiel uns ausgesucht und konnten das Spiel dann auch direkt spielen oder so. Ich habe keine Ahnung, aber die Idee an für sich ist cool. Lass mein Herz dafür da. Ich weiß nicht, irgendwas hat dafür noch gefehlt für ein Herz. Aber es ist ganz nett gemacht. Also das muss man sagen. Ich finde es immer schön, wenn Leute sich sowas einfallen lassen. Ich sage, ich würde nicht annähernd mal auf so einen Gedanken kommen. Daher nehmen wir das gerne mal mit. On-Off Platforming 2.0. Auch wieder sehr interessant. Könnte was geben, ne? Je nachdem, wie es halt auch wirklich dann ja, umgesetzt und gestaltet wurde. Alles gut, nichts passiert. Aber ich glaube, auch hier könnte man es ein bisschen cheesen, oder? Also, mit ein bisschen meine ich also sehr viel, prinzipiell. So, okay. Ja. Also den Stress brauchen wir uns gar nicht mehr antun hier. Antun komplett den, ja, eigentlichen Pfad zu laufen. Ah, ja, da hat er mich erwischt. Ich dachte, ich kriege ihn noch. Das ist ja auch, ne, man sieht prinzipiell, da ist, ja, also wenn man das entsprechend umsetzen würde, man kann da schon einiges rausholen. Also das kann auch schon geil sein, so ein Level. Das war so mittelmäßig. Der erste Part, der war komplett grottig, wie ich finde. In der Mitte wurde es teilweise ein bisschen anspruchsvoller, aber da haben wir es ja jetzt gesehen, ne? Wir konnten ja fast komplett den ganzen Weg irgendwie cheesen, sage ich mal. Aber, ja. Hätte auch fast noch für einen Rekord gereicht. Fast. Ich würde auch gerne jetzt an dieser Stelle eine kleine Pause einlegen. Ja, ich denke, wir haben jetzt auch schon wieder eine gewisse Anzahl an Leveln, die ich hier in das Video packen kann und ja auch werde, ist klar. Wir sind bei 948 Leveln angekommen. Die haben wir abschließen können, haben 98 Leben zur Verfügung. In der Weltrangliste stehen wir auf Platz 6606. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe vor dem Level auch schon bei 6606 gestanden. Geht das? Da muss wohl das Team von Galileo Mystery sonst nochmal ran und das mal gegenprüfen, ob das so richtig sein kann. Naja. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Video hier an der gleichen Stelle weitermachen. Wenn euch das Ganze hier in irgendeiner Form unterhalten haben sollte, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir-Button drückt. Und wenn ihr in Zukunft hier nichts verpassen wollt, dann müsst ihr natürlich den Kanal abonnieren. Muss ich euch nicht sagen, wisst ihr alle, ich mach's trotzdem. Ist immer so ein kleiner Reminder von mir an dieser Stelle. Ja, das war's erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Thank you.